Hallihallo und herzlich willkommen zurück im Pineview Jive. Das ist ja gar nicht wahr, was hier heute passiert. Ich bin der Baume und die Trollin ist auch mit dabei. Die Pfadfinder-Trollin. So, Moment, Om. Om? Ich muss in mein Klopapier der Weissagung blicken, um zu sehen, wo die nächste Seite ist. Klopapier, Klopapier. Find dich ja, eine Seite hier. Okay, ich gehe jetzt mal einfach nach oben. Also nach ganz nach oben. Wo ging es hier nochmal hoch? Und ich klappe oben alles ab. Ja, oberstes Etagengeschoss. Welches? Das vom neuen Trakt oder? Nee, die ganze obere Etage. Neuer, alter Trakt, das ist ja alles verbunden irgendwie. Ja, ich fange jetzt einfach. Ha! Ha! Halleluja! Endlich fängt das Spiel an. Waren nur Ratten, alles ist gut. Mir geht's gut. Ratten? Seit wann gibt's in dem Spiel Ratten? Okay, wenn du ganz oben sagst, dann suche ich jetzt nochmal die Orte ab, die ich beim letzten Mal abgesucht habe, weil da fühle ich mich wohler. Die kennst du schon, ne? Ah, das ist total toll hier oben. Das ist so super toll. Macht viel Spaß. Du solltest unbedingt mal vorbeikommen. Diese Uhren überall, ey. Was haben die nur für einen Uhrenfetisch in diesem Spiel? Und die Seiten sehen so schäbig aus. Ich wette, ich übersehe die hier oben. Ja, ne? Ist nicht auszuschließen. Dorsche! Dorsche! Du wirst fast so gut wie ein Porsche. Vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen bei den Bärtigen. Bärten. Bärte, ich bitte den Chat darum, wenn ich eine Seite übersehen sollte, mir das zu sagen. Weil das wäre sonst scheiße. Also, was heißt eine Seite? Die Seite. Warum liegt da an jedem Tag nur eine irgendwo rum? Ja, ne? Vor allen Dingen, warum legt er sich gleich pennen, nachdem er mal eine gefunden hat? So, oh, Mensch, das war aber anstrengend. Ich muss ein bisschen auf meinen Blutzucker achten hier. Oh, so ein schönes Bild. Fliegt mir voll die Fontanelle weg. Oh, hier oben geht's ja noch weiter. Klick, klack. Oh, Uhrenzimmer. Dieses Uhrenzimmer, ey. Als da die Uhren alle angegangen sind. Ich möchte übrigens, weil auch wirklich ganz, ganz wirklich nicht im Erdgeschoss rumlaufen. Das vermeide ich die ganze Zeit. Na, das ist nur ein Buch. Na, ach so, ich muss ein bisschen gucke, bevor du in Räume reingehst, ja, ob da der Clown irgendwo auf dem Regal sitzt. Ha! Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Was passt? Da lief schon wieder einer ums Eck. Ich mag das nicht. Das ist doch toll, dann sind wir nicht alleine. Vielleicht hilft uns jemand. Wann ist der hingelaufen? Da ist ja gar keine Tür. Ja, der ist bei mir auch schon mal zum Fenster raus spaziert. Scheiß auf Physik. Necrite. Er sucht ein Bild von einer Frau. Nach jedem Stück braucht er halt Zeit für sich. Moment. Jetzt bin ich verwirrt. Nee, da war ich schon. Kinderzimmer? Spooky, spooky, spook. Spooky, spook. Wir brauchen Scooby-Doo. Und die Geister. War ich ja überall schon. Das ist ja langweilig. Was waren hier? Oh, ich höre Schritte. Hallo, ist da jemand? Kann mir jemand helfen? Ich habe da ein Problem. Das ist bestimmt der um die Ecke gehe. Stimmt. Voll lässig am Abgehen. Moment, hier habe ich alles schon. So, ja, was hast du? Ich glaube, ich habe auch alles ach schon. Ach nee. Wie, ach nee. Hast du es? Ja. Du findest die einfach alle. Du findest die einfach alle. Ich war in dem Raum schon drin. Ich war in dem Raum schon drin. Bin jetzt trotzdem noch mal rein, weil da so viele Sachen, das ist die Küche. Ah, weil da so viele Sachen drin rumliegen. Und, ja. Was ist diese hier? Oh, jetzt muss ich erstmal gucken, wo die Kackküche hin ist. Wo war die denn? War die oben drüben? Das ist einfach, ich habe so große Angst vor diesem Spiel, dass das bei mir irgendwelche Psy-Kräfte auslöst und ich halt einfach schon
Du bist so ein Wahrsagemäßig. So Resident Evil Versuchsobjekt wahrscheinlich. Ja. Der T-Virus zündet weiß. Langsam bei dir. Langweilig. Ja, Entschuldigung. Ich hab auch die Seite gefunden. Ich finde das super, dass wir das zusammenspielen. So muss ich nicht ewig durch die scheiß Gegend rennen. Ich dachte halt echt, du machst mir das Spiel einfacher. Im Endeffekt bist du, ja. Ich danke dir vielmals. Ja, auf die Plätze. Fertig. Los. So, jetzt sehen wir, wie hässlich sie wirklich ist. Was, danke, Trollen, wirklich dank. Wofür denn? Was hat er denn gemacht? Wir hatten da seine Kippe ausgedrückt. Jetzt haben wir es ganz gut. Es war die Puppe. Mit ihr hat alles Böse in diesem Haus begonnen. Oh mein Gott, es war die Puppe. Okay. Die Puppe. Hey, Püppchen. Welchen Tag haben wir denn jetzt? Tag 29. Hä, was... Hä? Okay, was auch immer. Süße Puppe. Pause, nächster Part. Pause, nächster Part. YouTube, du schaffst heute alles. Ich glaube, ich sollte später Bloodborne spielen. Natürlich. Das ist glaube ich... Natürlich. Ich rocke das. Du weißt einfach instinktiv, von wo die Gegner angeflogen kommen. Ich finde das ja immer ein bisschen skurril, wenn in so ein Spiel Frauen mit viel Blut kombiniert werden. Aber hey, egal, was soll's. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe YouTuber. Ist gerade ein bisschen langweilig, hey? Ja, sehen. Ja, hey, tut mir leid. Ja. Nö, mir nicht. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.